Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. So, es ist jetzt schon 2:30, der Postbote hat gerade das Gasthaus verlassen und jetzt schauen wir, dass wir endlich mal unser Zimmer bekommen. Willkommen im Gasthof zum Eintopf. Haben Sie eine Reservierung? Ja, weil jetzt können wir ja schon sagen, ja oder nein, und natürlich, wir haben eine Reservierung. Ah, sehr gut. Die Reservierung liegt also vor. Herr Dom, nicht wahr? Ah, einen Moment bitte. Herr Dom, das Zimmer wird Ihnen natürlich erst ab Nachmittag berechnet. Sie bekommen die Waffenkammer im ersten Stock. Hier ist der Schlüssel. Und wir haben den Zimmerschlüssel erhalten. Du weißt zwar nicht genau wieso, aber offensichtlich lag eine Reservierung unter deinem Namen vor. Du hast Glück gehabt. Das wurde nur die Zug vermerkt. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ach, das ist so lieb und so nett. Genau. So, jetzt haben wir nämlich das auch mal. Wenn wir da bei Anjo mal schauen, haben wir das auch mal. Es fehlt uns nur mehr noch dieser Kasten hier ganz rechts. Das können wir aber erst machen, sobald wir Kapfeis Quest machen können. So, ja, dann schauen wir uns mal... Okay, dann schauen wir uns mal im Zimmer um. Sollen wir das auch mal sehen? So, das müsste dieses Zimmer sein. Ah, da schöne musikalische Unterhaltung. Und das, da müssen wir umverwandeln, umziehen. So, und das hier ist unser Zimmer. Eigentlich schaut relativ gemütlich aus. Ist sogar hinterlegt eine Truhe. Und in dieser Truhe befinden sich 100 Rubine. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 100 grüne Rubine. Du bist höchst erfreut. Hat da irgendwer vergessen, der letzte Gast oder so. Wir haben sogar zwei Betten, obwohl wir nur eins brauchen. Ich brauche nur gar keins. Und einen kleinen Tisch. Also unter Strich ganz schön. Mit einem kleinen Schönheitsfehler, nämlich das hier. Anziehen. Was für eine Bruchbude. Das soll ein erste Klasse Zimmer sein. Man kann alles hören, was im Zimmer nebenan gesprochen wird. Aber was soll's. Immerhin müssen wir es nicht bezahlen. Eben. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir da hören können. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie was Wichtiges. Wir können einmal, vielleicht in der Nacht einmal schauen, weil mit dem Schlüssel kommen wir sowieso jederzeit auch durch den Vordereingang rein ins Gasthaus. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was wir da hören können. So, und wann wir da was hören können. Gut, wie spät ist denn es? 2. Jetzt könnten wir noch kurz das Gespräch abfangen von den Goronen. Der kommt, glaube ich, so um 4. Überlege gerade, ob ich das mache. Überlege immer noch, ob wir das machen. Ich glaube, wir machen das. Wir warten auf den Kronen. Und dann, ja, fangen wir das Gespräch ab. Und dann muss ich auf jeden Fall noch den Deko-Spielplatz ausgehen, weil das will ich als nächstes machen. Der muss ich auf jeden Fall noch ausgehen. So. Den müssen wir nämlich noch tagsüber machen. Wir holen uns dabei mal die andere Rubine. Und genau, das habe ich mir nämlich auch... gerade noch gedacht. Genau so war das gewollt. Wir müssen nochmal der alten Dame helfen, dass sie nicht beklaut wird. Damit wir... Jawohl. Damit wir nämlich die Maske danach kaufen können. Weil jetzt haben wir, können wir 500 Rubine mitnehmen und jetzt können wir diese auch kaufen, endlich. So, er ist eh noch nicht da, der Goronen. Holen wir uns die anderen 300 Rubine auch noch währenddessen. Boah. Was? Achso, Entschuldige. So, 5, 3, 4. Oder war es 5, 2, 4, 3, 4, 1, oder? 3, 4, 1. Ja, ich war sehr, lass mich in Ruhe. Ich merke es mir nicht. Was? Die Reihenfolge der Masken, die merke ich mir in dem Spinnenhaus, aber den Code, den merkt man noch im 10. Mal auch nicht. 5, 3, 2, 4, 1.
Das hatten wir aber fast. 5, 3, 2, 4, 1. 5, 3, 2, 4, 1. So, lass mich das durch. Ah ja. Oder schaff, bla bla bla. So. Gut. Dann rein da. Können wir schon mal die Bomben ausrüsten. So. Ah! Den habe ich ja komplett vergessen. So, dann wollte ich eigentlich was anderes auch noch am ersten Tag machen, aber das können wir. Und das können wir nämlich nur tagsüber machen. Aber das können wir, glaube ich, auch am zweiten Tag machen. Das ist jetzt noch nicht so tragisch. So, was haben wir denn da Schönes? Ah ja, genau. Bin. So. Wir werden jetzt mal los. Brenn. Ich glaube da nicht einmal was. Gut. Das ist eh gleich 4 Uhr, jetzt müsste der Corona gleich kommen. So. Da habe ich schon eine Tür gehört. War das vielleicht eh schon? Ah ja, da geht eh schon rein. Perfekt, perfekt. Hallo. Die Stadt ist voll von Leuten, Guru. Man muss sie richtig durchzwingen, Guru. Mhm. Ah, wenn so viel nicht los ist, aber ich gebe dir mal recht. So. Braucht natürlich jetzt Zeit. Noch ziemlich lang. Bin jetzt zwar, dass ich die Zeit normalisiere. So. Haben wir es jetzt dann, oder? Also, ich muss das Gespräch nicht mehr mitnehmen, aber ich will es einfach machen. Jetzt schon? Nö. Ah. Okay. Oh, schade, jetzt habe ich das Gespräch wieder verpasst. So, jetzt aber. Oh, es tut mir leid, aber ich habe kein Zimmer mehr frei. Alle Betten sind belegt. Oh, ich habe reserviert. Mein Name lautet Domgoro. Oh, Herr Domgoro? Unter diesem Namen habe ich leider keine Reservierung. Einer klingt zwar sehr ähnlich, aber doch anders. Wie? Tatsächlich, Goro? Nun, das Wetter ist recht angenehm. Dann werde ich einfach draußen schlafen, Goro. Es tut mir wirklich leid. Ja. So, jetzt haben wir es mitgenommen. So. Und jetzt aber schnell in den Norden. Die Krone besuchen wir dann gleich nochmal. So. Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht verkacke. In der ursprünglichen Aufnahme habe ich es geschafft. Das muss aber nichts heißen. Wir brauchen die Deko-Schale. So. Genau, fliegen einmal darüber. Darunter. Und da sind wir. So. Hey. Na, wie wär's? Wird das Kindchen spielen? Ein Spiel kostet 10 Rubine. Let's go. Also gut, benutzt die Deko-Blumen. Viel Spaß. Machen wir. Schaffst du es, innerhalb der aktuellen Bestzeit alle Rubine einzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorüber. Der heutige Rekord liegt bei 1,15. Versuche in noch kürzerer Zeit alle Rubine einzusammeln. Gut, schlüpfe in der Deko-Blume und das Spiel beginnt in dem Moment, in dem du rausspringst. Na gut, mit was für einer Blume habe ich denn angefangen? Wir fangen mit uns an.
Das war schon knapp. So, 1,15 sagst du also. Alter! Muss mich da kurz ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich gerade ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist verständlich. So. Ist da drüben noch? So, und das letzte, das hätte ich ursprünglich fast verkackt. Aber es geht nämlich schön aus von dort hinten. Und da haben wir es. Perfekt. Gut, es ist vorbei. Perfekt. 1,664. Wow, das ist der neue Rekord. Nimm das. Ein purpurner Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 50 grüne Rubine. Du strahlst vor Freude. Das muss ich mir notieren. Wie war der Name, Kindchen? Tom? Ein höchst ungewöhnlicher Name für ein Deko. Schau morgen nochmal rein, falls du es einrichten kannst. Ja, machen wir auf jeden Fall. Deswegen war mir das wichtig, dass wir das jetzt am ersten Tag noch machen. Hier wird es wahrscheinlich auch wieder jeden Tag ein Spiel geben. So, was es am zweiten Tag gibt, das weiß ich übrigens noch nicht. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Jetzt schauen wir mal kurz. Hier, okay. Gut, das Pferderennen, das wollte ich nämlich auch noch machen, aber das machen wir dann am zweiten Tag. Das ist jetzt nicht tragisch. Gut, was machen wir sonst noch? Gut, gehen wir zurück und lassen wir mal in die Zeit vergehen, wenn dessen ich nachschaue. Das haben wir. Sollen wir jetzt einmal... Ja, komm, das machen wir jetzt einmal. So, und zwar... Teleportieren wir uns wieder mal zu den Koronen. Und zwar Bergsiedel, da will ich hin. Perfekt. Da können wir uns gleich als Krone verkleiden oder verwandeln. Da ist übrigens der Zimmerschlüssel. So, und jetzt möchte ich... So, ging es jetzt zur Bergsiedlung oder... Nö, da nicht. So, und ich möchte zum Goronenschrein, weil ich möchte jetzt einmal das mit Bewahrst machen. Also das war jetzt sehr schlau natürlich von mir. Müssen aber um 10 Uhr sowas unbedingt wieder zurück in die Unruhestadt, weil da habe ich wieder was am Plan. Also du hast eh noch was feist. Oh, ist okay. Alles okay. So. Vielleicht sollte ich auch nicht gleich die ganze Energie verbrauchen. Haben wir eigentlich, ganz zufällig, Dekostäbe haben wir nicht. Ich hoffe, wir finden welche dort unten. So, wie war das so und so? Perfekt. So, jetzt hast du da Ohren zu halten. So, jetzt brauche ich Dekostäbe. Dekostäbe bitte. Das
schaue ich kurz, ob der Händler oder was zum Verkaufen hat. Dekostab. Dekostab. Sehr nice, passt. Bin schon zufrieden. Dann holen wir uns jetzt gleich mal die Hasenohrwascheln. Genau. So, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Es gibt da rundherum Fackeln. Da gibt es die drei. Sonst gibt es da unten aber keine mehr. Nö. Gut. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Auf Anhieb. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall mal freie Bahn. So, machen wir es so. Und los geht's. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass man da gleich am Anfang ein bisschen Zeit gelassen hat. Das, was ich da gerade gemacht habe, war eigentlich auch ein Fehler. Alter! Oh, okay. Puh. So, dann hätten wir das jetzt schon mal. So, und jetzt? Verwandeln wir uns als Krone? Und nicht? Aber so. Und zerstören jetzt einmal auch so eine Vase. So, da war mal nichts drunter. Und zerstören wir noch eine. So, da war auch nichts, okay. Noch eine. Könnte ein bisschen dauern. Hier kann man ein bisschen was an Energie. Nicht, okay. Ist ja nur in einer Vase was drin. So ein Fleischstück. Wahrscheinlich. Ich möchte trotzdem mal alle zerstören, einfach nur um zu sehen, was da passiert. Oder ob was passiert. So. Ich warte jetzt kurz. Ist das wirklich die letzte jetzt? Das ist ohne mehr Ernst. Habe ich wieder mal das Glück. Gut. Geht sich das aus? Ja. Tatsächlich das letzte. Einfach das letzte. Das war wieder mal so klar. So, aber das nehmen wir jetzt mit. Und wem wir das geben müssen, wissen wir ja auch schon. So, verlassen wir diesen Ort wieder. Müssen wir einen anderen Weg raufsuchen. So, geht mal so rauf. Kannst mich mal. Gehen wir so. So,
So, und wenn wir dann die Maske bekommen, dann können wir können wir irgendwann das mal mit den Fröschen machen. Weil ich glaube, wir wissen eh schon, wo alle sind. Dafür müssen wir leider nochmal in den Dämmerwald-Tempel, der ist nicht so schlimm, aber dann auch noch in den Schädelbuch-Tempel, und der ist schon schlimm. Aber das hilft nichts. Vielleicht werde ich da Cut setzen, mal schauen. So. Wenn wir die Maske gleich bekommen, dann könnten wir es auch gleich in diesem Zyklus noch machen. So. Und da müssen wir hin, genau. Da ist er. Vielleicht sollte man mit ihm vorher mal reden. Wow, 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 wow. Hier oben, hier oben. Verzeiht, dass ich dich von hier oben belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Da steht reden, A drücken zum Reden. Das ist eine Lüge. Oh, es ist so kalt. Ich bin so hungrig. Ich glaube nicht, dass ich das überstehe. Bevor ich hier oben sterbe, will ich noch einmal etwas essen. Etwas Zähes, das man ordentlich kauen muss. Wenn ich diesen unvergesslichen Geschmack doch nur einmal erleben dürfte. Ja, da habe ich was. Bitteschön. Das ist es. Ich glaube, das muss ein Traum sein. Das ist... Was? Das feinste Dodongo-Felsenfilet. Die haben ein Dodongo geschält und verarbeitet, okay. Das ist mein Lieblingsgericht, gesegnet seit der Mahlzeit. Boah, ich fühle, wie meine Lebensgeister zurückkehren. Ich komme runter, warte einen Moment. Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst. Wenn das nicht der Mane ist, du bist am Leben? So muss es wohl sein. Deshalb wusstest du auch, was ich am liebsten esse. Oh, fast hätte ich es vergessen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yeah, du hast Don Geros Maske gehalten. Ein Abbild von Don Gero, dem Leiter des Froschchors. Diese Maske sieht so echt aus, dass ich damit... Dass dich damit jeder sofort einen Froschchor dirigieren lassen würde. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald wieder, damit meine Ohren von der Darbietung der Frösche verwöhnt werden. Aber ich kann hoffen, was ich will. Es ist noch immer kalt. Ich kehre ins Dorf zurück. Gut, ciao. Gut, dann haben wir das hier. Dann würde ich sagen, als nächstes, was machen wir als nächstes? Müssen wir, warte mal ganz kurz, das schaue ich mal ganz kurz in meine Liste. Währenddessen kann ich ja das mal so machen. Und, was war's? Die Zeit haben wir mal normalisieren, währenddessen ich nachschaue. Weil dann warten wir jetzt mal bis 10 Uhr und dann machen wir das nächste. Bin nur gerade am überlegen, ob wir das in dieser Folge noch machen. Ja, das machen wir in dieser Folge noch. Wenn es etwas länger dauert, ist auch nicht schlimm, weil die letzte Folge war etwas kürzer. So, aber... Das haben wir. Die Froschmaske haben wir. Ja, dann haben wir, ich glaube, am Schrein haben wir jetzt alles. Also da beim Koronenschrein. Oder bei der Koronensiedlung. Ich glaube, da machen wir doch noch was anderes jetzt in dieser Folge. Und zwar, nachdem hier auch erst dann ein Frosch erscheint, sobald es Frühling ist, machen wir schnell nochmal den Boss. Wikibernia. Den machen wir zwar das dritte Mal und ich hoffe dann das letzte Mal. Aber es muss leider sein. So. Aber dazu muss ich jetzt dann trotzdem nochmal die Zeit verlangsamen. Sonst wird das wieder mit meiner 10 Uhr Aktion ein bisschen knapp. Ja, bitte verlangsamen.
So, jetzt muss ich kurz schauen, wie das Lied ging. A rechts links, rechts A. So, wenn es jetzt mal klappt, auch. So. Das geronische Schlummerlied. So, heute, das ist übrigens das erste Mal den Zyklus, glaube ich, dass wir mal nicht die Kaffee-Quest machen. Aber die werden jetzt auch bald abfließen. Ja, schloss schnell ein. In der Ewigkeit. So. Fee, die wir nicht brauchen. Wow. So. Wow. So. Ja, es geht wieder los. Lasst mir in Ruhe, bitte. Autsch. So. Ist aber darauf. Ich gehe da, glaube ich, lieber eher zu Fuß rauf. Und die ankommenden. Okay. Was machst du da oben? Die ankommenden Schneekugeln zerstöre ich einfach. Jetzt gerade irgendwo ein Wolf gespawnt. So. Der müsste aber theoretisch jetzt schneller tot sein, weil wir ja jetzt mittlerweile schon das abgegradete Schwert haben. Das hatten wir vorher noch nicht. Und somit dürfte der nicht so viel aushalten. So, da wären wir wieder. Dann einmal Maske ab. So, wir haben die Feuerpfeile schon ausgerüstet. Einmal schmelzen, bitte. Und da sind wir wieder beim stählernen Albtraum Tod. Und da beginnt das Rennen wieder. Immer nur einer meiner liebsten Bossfights, sagt sie süß. So. Oh oh. Erst du, bist du irre? Die. Ich kann die auch killen, ohne dass ich die niederstrecke. Das ist überhaupt kein Problem. Solange ich genug Energie habe. Da bin ich wieder. Wow, aufpassen. Ah, shit, okay. So, ich würde den jetzt trotzdem gerne mal niederstrecken, weil jetzt so viel schneller. So. Jetzt kommt wieder keine Rampe natürlich, jetzt wo ich wieder bei ihm bin. Okay. Diesmal läuft es dann nicht so gut, der Bossfight. So. Würde du erst der Rand bekommen? Natürlich nicht. Bin wieder mal genau an dieser Stelle. Ja. Ich hole ihn immer an dieser Stelle ein, wo keine Rampe ist. Jetzt hat er die Rampe gesehen. Ist. Alter! Genau, brich. Kurz bevor die Starken rauskommen, brecht es ab. So. Okay. Hat er sich erschrocken, der Link.
Aber ich sah sehr gut durch den Bossfight. Verstehe. So. Dürfte ich bitte jetzt einmal... Na. Weil genau in der Luft trifft mir wieder so ein Scheißstar. So, jetzt ist das immer mein Lieblingsbossfight. Okay. Und jetzt bin ich wieder genau da. Das gibt's doch nicht. So. Das gibt's doch nicht. So, rauf, nach rechts lenken und nicht treffen, aber die Stacheln aufhören. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt wieder. So. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo der Eingang ist, wo die Rampen nicht sind natürlich. Jetzt aber. Nö, natürlich nicht West. Hey, es hat einmal funktioniert. Jetzt müssen wir eh gleich tot sein eigentlich. Ja. Okay. Das war mit Abstand der schlimmste Fight gegen den Boss. Aber er ist gut. So, mittlerweile nehme ich auch schon über eine halbe Stunde auf. So, und eigentlich wollte ich jetzt an dieser Folge noch die Don Garros Maske jetzt noch testen. Das machen wir jetzt natürlich auch noch. So. Oder soll ich das in der nächsten Folge machen? Ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge. Weil ich bin mir sicher, dass die meisten jetzt schon abgeschaltet haben. Was ich nachvollziehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Boss wird jetzt wirklich scheiße gehen. So. Daher porten wir uns jetzt noch kurz zurück und dann werde ich die Folge beenden. So. Wo ist er gestorben? Da ist er vorbei. So geht es nämlich. So. Ich weiß nicht, ob ich auch noch den Boss vom Wasser-Dungeon mache. Mal schauen. So, genau. Und mit diesem Frosch reden wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Leute. Bleibt gesund und ciao. Euer Dom.